Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Map-Vorstellung auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns die Alpenland-Version 1 an. Das ist eine, ja, kleine Map. Und wir schauen uns mal als erstes die Karte an. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Laut Beschreibung ist es eine kleine Alpenmap. Es gibt einen Berghof, also Hof 1. Ich vermute mal, das wird hier oben sein, wo wir jetzt gestartet sind. Und es gibt ein Lohnunternehmen, Hof 2, das haben wir hier vorne. Das gucken wir uns auch gleich an. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne kleine Singleplayer-Karte. Wenn wir hier schon im Menü sind, gucken wir uns auch nochmal schnell die Preise hier an. So. Wenn man die Karte beginnt, auf einfachster Stufe, dann gehören einem auf jeden Fall hier schon mal ein paar Bereiche. Sonst die Feldpreise. Die sind. Holy shit. Das sind stolze Preise. 442.000. 628 Flocken. Bist du narrisch? Okay, also da brauchst du erstmal ein bisschen Zaster, um ein bisschen was dazu zu kaufen. So, dann haben wir hier noch zwei Wiesen, die man kaufen kann. Joa, gibt's auch nicht umsonst. Da ist auch noch eine Wiese. Aber ich sag mal, mit dem Bereich, den wir hier vorne schon haben, sollte man auf jeden Fall auskommen. Gut, wir gehen hier mal zum Startbereich. So, hier ist der Startpunkt. Hier haben wir. Na, jetzt aber. Also diese Stiegen sind hier immer, Geländer sind immer so ein bisschen zum Hängenbleiben. So, also wie gesagt, hier kann man schlafen gehen. Das wollte ich eigentlich damit erzählen. Ja, hier ist der Starthof. Wir haben hier auf jeden Fall eine paar nette Unterstände mit auch schon ein paar Geräten, die wir dazu haben. Da kommen wir gleich einmal dazu zum Fuhrpark. Aber so schaut das hier schon sehr gut durchdacht aus. Farmsilo haben wir da. Hier noch eine größere Unterfahrhalle. Auch sehr nice. Platz haben wir hier auch noch ein bisschen, wenn man was da hinstellen will. So, hier noch. Ah, noch eine schöne Durchfahrhalle, sehr nice. Ah, hier haben wir die Werkstattoption mit drin. Sehr cool. Und mal gucken, was sich hier hinter versteckt. Ah, da haben wir doch schon mal wieder hier. Nice, 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 das nenne ich mal einen Anblick. Und so einen großen Fuhrpark, den hat man auch nicht alle Tage. Und das ist auch schon ein gutes Stichwort. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Massey Ferguson. Wir haben einen Fendt. Dann haben wir hier einen McCormick. Dann haben wir einen Valtra. Noch einen Massey Ferguson, ein bisschen größerer. Mähdrescher haben wir eben schon gesehen. Den Deutz. Gabelstapler haben wir. Anhänger, okay, da haben wir nur einen. So, dann haben wir natürlich noch Zubehör für die Traubentechnik. Schneidwerk für den Mähdrescher haben wir sowieso. Mulcher haben wir, Grubber haben wir. Kreiselecke haben wir. Saattechnik haben wir hier. Amazone und eine Lemken. Düngerstreuer haben wir auch. Dann haben wir hier noch das Kuhn, Schmetterlingsschneidwerk für Gras, Schwader natürlich, Ladewagen, Tierhaltung, Futtermischer, Frontlader, Frontladeranbau, Tieflader. Also da hat sich mal jemand sehr spendabel gezeigt, hätte ich gesagt. Transportanhänger für Schneidwerk, jawohl. Gewichte brauchen wir, glaube ich, auch nicht angucken. Also sehr, sehr großer Fuhrpark.
So, man sieht es aber doch hier auf der Karte. Oh. Oh, jetzt habe ich aber das Wild aufgeschreckt. Halleluja. Sie können sogar durch Wände laufen. Halleluja. So, also hier haben wir auf jeden Fall Kuhstall. Genau, Kuhstall groß. Platz haben wir hier auch auf jeden Fall. Hier im Anschluss auch noch optimale Möglichkeiten zum Ausbauen. Hier die Wiese. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz hier in die Luft und schauen uns das Ganze mal von oben an. Also auf jeden Fall hier schön kompakt, alles beieinander. Hier in der Mitte ein kleines Dörfchen. Hier drüben haben wir Verkaufsstelle, beziehungsweise das ist die Backstube. Genau, Produktion. Hier drüben haben wir auch Produktionsstätte. Ah. Die Molkerei, genau. Wie fiel das Wort nie ein? So, was haben wir hier noch? Restaurant als Verkaufsstelle, das brauchen wir jetzt nicht schauen. Hier oben haben wir noch die Zuckerfabrik. Jo. Dann gucken wir uns hier oben mal die Fläche an für das LU. So. Okay, also hier hast du auf jeden Fall ordentlich Platz. Okay, hier gehen die Tore nicht auf. Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt, dass man das Ganze irgendwo erst kaufen muss. Ja, genau. Also erst kaufen, dann öffnen. So, hier hinten haben wir das Sägewerk. Das sollte jeder kennen. Und hier haben wir jetzt noch. Ah, okay. Ja, hier haben wir unseren Weinberg. Inklusive entsprechendem Material und Unterstellmöglichkeiten. Sehr schön. Ich muss sagen, wir haben ja ein bisschen unterschiedliches Gelände. Es ist nicht nur eintönig flach. Das ist immer sehr gut. So, hier haben wir auch noch Wiesen, 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 Wiesen. Also da kann man ordentlich Gras mähen. Da haben wir ein großes Feld. Hier kommt die BGA in Sicht. Auch da haben wir wieder die Waage da passend dazu. Unterstellmöglichkeiten für einen Fuhrpark. Dann haben wir hier die Ölmühle noch dabei. Okay, hier haben wir dann noch eine Abladestelle oder diese Verkaufs. Ja, das ist keine Verkaufsstelle, das ist die Mühle.
Genau, hier haben wir die Verkaufsstelle, den Getreidespeicher. Pizzeria haben wir hier noch. Den Bauernmarkt. Und die Müslifabrik. Also wir haben hier auf jeden Fall eine ganze Menge Produktion verbaut. Also wir haben eigentlich sehr, sehr viel abwechslungsreiche Möglichkeiten. So, ich gucke jetzt noch mal eben hier nach ein paar Bäumen, ob man da ein bisschen was an Wald fällen kann. Okay. Also hier sind ein paar Bäume. Holz kriegt man also dann dementsprechend auch. Oder man muss halt selber anforsten. So. Also definitiv entweder Singleplayer-Karte oder halt mit einer kleinen Gruppe. Ein Hof, ein LU. Da sind auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten gegeben. So, hier haben wir nochmal den Händler. Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Jo, und ich würde sagen, wir gucken uns zum guter Letzt noch einmal kurz die Lok an. Ob wir da irgendwas drin haben. So, da haben wir schon mal zwei Warnings. Dann haben wir noch ein Warning. Okay, das ist auf jeden Fall irgendwas. Ignoring Configuration. Ah, GPS. Okay. Da ist scheinbar irgendwo noch irgendwas verbaut, was entweder noch nicht voll funktioniert oder halt noch raus muss. So würde ich das jetzt mal deuten. Also Errors haben wir keine drin. Das ist sehr schön. Gut. Und wenn ihr das genauso schön findet, dann sind natürlich wie immer die Links in der Beschreibung. Und wir würden uns natürlich darüber freuen, entweder über einen Kommentar oder ein Däumchen oder auch beides. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen möchtet, dann aktiviert gerne den Abo-Button und empfehlt uns gerne weiter. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.